Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Wir sind wieder in der Kanalisation von Rohlingen. In der Kanalisation von Rohlingen, ja. In den Katakomben von Rohlingen. Und dank unserer neuen Fähigkeit können wir jetzt ganz einfach hier durch. Das geht da durch. Es ist immer noch eine Schande, dass wir verflucht wurden. Und auch hier können wir jetzt abkürzen. Oh nein. Mein Schreck. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch da hinten durch die Tür. Aber, ohne groß zu spoilern, dort kommen wir nicht weiter. Wir müssen ja wieder zu dem Äonentor und dort das Sternjuwel hochhalten, das wir zuletzt bei Logard gefunden haben. Ja, was haben wir eigentlich sonst noch erlebt? Wir haben gesehen... Peach in Gefangenschaft haben wir gesehen. Und Bowser, der sehr empört war, dass Peach entführt wurde, und zwar nicht von ihm. Ziemlich miese Sache. Ja, bla bla bla. Egal. Da oben ist eine Papierkante. Ich will da dran. Verdammt. Ich will das Papier runterziehen. Komme ich nicht dran. So, werden wir einmal zum Papierflieger, dem ersten bösen Fluch. Oh nein, wie schrecklich. Interessant, dass Mario als Papierflieger nicht hier durchfliegen kann. Also durch Türen. So, jetzt können wir allerdings hier auch hier durch und auf dieses Trampolin. Was haben wir hier? Noch eine Papierfliegerstation. Fliegen am großen Äonentor vorbei, rüber auf die andere Seite. Können hier hoch und da befindet sich eine Insignie. Außerdem befindet sich hier noch eine Tür. Dies Etage 0. Powerdouts Rekord 0 mal. Sternsplitter 10 von 100 Stück. Das ist eine kleine Info. Vorsicht, nicht hineingehen. Röhre ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkellern. Die Orden Erstangriff und Straßenfeger haben hier keine Wirkung. Ja. Der Duellkeller befindet sich hier und das ist nichts anderes als eine beliebte Dungeon-Art, wie sie oft gesehen wird in Spielen. Ein Dungeon mit 100 Untergeschossen. AKA Lufia, Ancient Cave oder wo gab's was noch? Ja gut, in der Twilight Princess gibt es die Drillhöhle, die hat glaube ich eine 50. Jedenfalls muss man ganz viel kämpfen und das ist ziemlich schwer. Wo wir jetzt gehen wir noch nicht rein, aber bald gehen wir dort rein, denn hier ist es so, in jeder 10. alle 10 Etagen, also 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter, gibt es immer eine große Kiste mit einem Schatz. Und auf der 50. Etage, da gibt es was ich gern haben werde, haben möchte. Aber das dauert ein bisschen noch, bis ich da reingehe. Na, Mario, halte das Sternjuwel hoch. Machen wir. Logards Sternjuwel. Im ersten Kreis und die Kraft der Sterne wirkt wieder auf die Karte ein. Sie schwebt nach oben und wird uns wohl die Position eines neuen Juwels verraten. Oh. Oh, Bäume. Und ein ganz großer Baum. Und da befindet sich ein grünes Juwel. Das sieht schön aus. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Schau doch mal, Mario. Da steht, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Aber ich kann das nicht entziffern. Wir sollten Professor Gumball um seinen Rat bitten. Du kennst ihn noch gar nicht, du Dödel. Hm.
Ich verstehe. Und, wo finden wir das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Ich bin übrigens Kupio und du kennst mich anscheinend schon, weil du sprichst mich nicht drauf an. Dort befindet sich im Inneren eines großen Baumes das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Oh, wie obvious. Übrigens, Professor, wegen der Prinzessin. Mario hat vorhin eine Mail von Prinzessin Peach erhalten. Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach den Sternjuwelen suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen. Was haben die nur vor? Leider weiß ich noch nicht genügend über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann sollten wir also in den Wunderwald gehen und das nächste Sternjuwel suchen. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, euch im Toadhaus auszuruhen, wenn eure Kräfte nachlassen. Und vielleicht findet ihr im Laden auch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. Gut, wie du meinst. Ja. Der Professor hat uns gesagt, wie die Wesen aussehen. Und wir haben so eins auch schon mal gesehen. Luigi, was machst du denn hier? Ah, Mario, unglaublich, dass ich dich hier treffe, oder? Ich? Also, ich muss wissen, ich bin auf Versuche nach Prinzessin Eclair. Sie ist die Prinzessin des Biskuitkönigreichs und muss sie retten. Sie wurde nämlich entführt, und zwar von einem finsteren Goomba-König. Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Minister des Biskuitkönigreichs. Ein sehr kultivierter Herr. Sein Name ist Toastworth. Ernsthaft? Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Ja, mach ruhig. Also, welche Geschichte willst du dir anhören? Ein wichtiger... Also, das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach gekommen war, bist du ja sofort abgereist. Und ich machte mir gerade das Essen fertig, da kam noch ein Brief. Ein interessanter Brief. Kurz gesagt, da stand darin ungefähr... Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastworth. Ich habe eine Bitte. Ich schreibe aus dem Biskuitkönigreich und es gibt ein Problem. Vor einigen Tagen hat der Goomba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe, man bemerke übrigens, Mario und Gumbrina sind eingeschlafen. Wenn man leise ist, kann man auch das Schnarchen hören. Ohne eure Hilfe werden sie es nie schaffen, sie zu befreien. Wir hoffen auf euch. Bitte meldet euch bald, Toastworth. So ungefähr stand es in dem Brief. Nun warst du nicht da, aber irgendwer musste den Leuten doch helfen. Also habe ich mich auf den Weg ins Biskuitkönigreich gemacht. Ich habe mir nur noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte, damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wiederkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toastworth erklärt mir erst einmal die Lage. Der Goomba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Jedenfalls sagt das der... irgendwas. Der Wunderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen. 7 Sternjuwele, 7 Teile des Wunderkompass. Und seine 7 Teile sind in alle 7 Winde verstreut. Seit die Äonen verflucht wurden, warten sie auf den Finder. Jedes Teil des Wunderkompass zeigt auf ein anderes Teil. Genauso machen sie Sternjuwelen auch. Und eins dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen, er wird mich führen. So sollte ich also die Prinzessin Eclair finden. Also bringt Toastworth das Diadem zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten und weit im Süden, da strahlt der Feuerberg, der gefährliche Vulkan mit dem Puddingmassiv. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Feuertal, Feuerberg. Obvious. Luigi klaut klaut das Spiel. So ungefähr. Was für ein Abenteuer. Der Weg wird dann nicht sicher voller Gefahren. Aber ich muss Eclair retten. Und ich habe einen Drachen besiegt und blabli blub. Jetzt hier, ne? Protz ich mal nicht so auf. Oh, ich wollte hier reingehen. Hallo Merlin. So, willkommen im Haus des großen Zauberers Merlin. Also, welchen Rang möchtest du erhöhen? Ja, ich habe 4 Insignien, das bedeutet, für die Kosten von 3 kann ich einen Partner aufstocken und ich wähle Gumbrina. Rangus Aufus. Aufus. Du darfst dich nun entfernen.
So, Gumbrina hat jetzt 20 KP. Wow. Und kann jetzt die Multikopfnuss, was im Prinzip dasselbe ist wie der Power Downs von Mario. Ja, genau. Mit unserer neuen Fähigkeit können wir jetzt auch hier zwischendurch uns mal hier hinten umschauen. Hallo Mäuschen. Ist das nur geschafft, hierher zu kommen? Ach, eigentlich auch egal. Ich kenne auch den Weg. Ich kenne den Weg schließlich auch. Ja, ne? Da liegt ein Sternensplitter. Da oben auf dem Dach liegt auch einer. Aber da kommen wir nicht hoch. Ja. Und schaut mal diese Platte. Tja, was wird hier wohl mal passieren? Ich glaube, wir werden nochmal verflucht werden. Oh nein, wie schrecklich. Hallo. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hey, was machst du denn hier? Was ist los? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Ist ja gut, ich will auch keinen Ärger. Wie kommt die eigentlich hier hinter? Die sind wohl alle verflucht worden. So. Wir können jetzt auch hier rein. Hallo, du bist hier im ersten Mal in der Jogger-Agentur, oder? Ich kann dir erklären, wie unsere Agentur funktioniert. Nein, brauche ich nicht, das kann ich auch selbst. Also, das ist die Jobagentur. Ich muss es machen. Und an dieser Liste sind Aufträge. Und diese Aufträge kann man annehmen. Und wenn man diese Aufträge macht, man kann immer nur einen annehmen, dann bekommt man auch was dafür. Und wir haben jetzt quasi diesen Auftrag hier angenommen. Du hast meinen Auftrag genommen? Also dann geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordensshop verloren. Der zum Beispiel hat seinen Schlüssel verloren. Und man sollte immer mal wieder reinschauen, dass man auch diese Aufträge macht. So, der hält Ausschau nach uns, weil die bestellte Kontaktlinse übrigens da ist. Dazu muss ich jetzt aber erstmal was lagern, damit ich überhaupt Platz habe, um die mitzunehmen. So. Madame. Hast du mir eine neue Kontaktlinse gebracht? Da. Nimm. Oh, meine Kontaktlinse. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Aber von jetzt an werde ich gut aufpassen. Ja, keine Belohnung oder irgendwie sowas. Ein Dankeschön wenigstens. Ach, du bist es. Mein Name ist Dweckelty. Ich liebe Kochen. Wenn du mir entsprechende Zutaten bringst, koche ich dir etwas Leckeres. Soll ich dir gleich etwas zubereiten? Okay. Aus was soll ich was zubereiten? Ein Pilz. Jetzt macht sie ein leckeres Pilzgericht anscheinend. Schon fertig, aber ich hoffe, es schmeckt dir. Hier bitte. Ein Bratpilz erhalten. Pilzgericht von Merkel T stellt 6 KP und 2 BP her. Wenn du neue Zutaten hast, kommen wir jetzt wieder. Wir können alles mögliche Zeug bei ihr kochen lassen. Und daraus können neue Sachen entstehen, die besser oder schlechter sind als der Ursprung. Es gibt auch ein Menü, wo alle Gerichte gespeichert werden und die entsprechenden Zutaten dann stehen, sobald wir sie entdeckt haben. Aus dem Honigsirup haben wir eine Super-Soda bekommen, die jetzt keine Blütenpunkte mehr herstellt, sondern KP und Vergiftung heilt. So. Im Journal ist das übrigens. Da haben wir hier das Menü und hier können wir gucken, was wir uns haben so kochen lassen. Und wir sehen, es gibt insgesamt 57 Gerichte. Oh, da oben liegt ein Schlüssel. Das wird wohl der Schlüssel sein. Von dem Auftrag.
Jawohl. So. Den Weg können wir noch kurz in den Ordenshop gehen. Novizenmünze brauchen wir nicht. Blumensiegen. Schnarcher. Superstar. Und Fortuna. Was hast du denn sonst noch? Hast du neue Orden? Nee, also da hast du nix. Ich könnte höchstens 10 Blumensiegen mitnehmen, aber... Nee, eigentlich nicht. Also ich könnte ihn mitnehmen, aber ich nehme ihn nicht mit. So, dann gehen wir mal den Schlüssel abgeben. Hoffentlich geht das wenigstens eine Belohnung. Hast du ihn gefunden? Da. Oh, mein Schlüssel. Endlich kann ich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Bitteschön, eine Belohnung. 20 Münzen. Cool. Auftrag ist erledigt. Hey, was machst du denn hier? Och. Ich dachte, bei dir gibt's was zu holen, aber anscheinend nicht. Doof. Was haben wir denn noch so? Algobohne, liefere Zeug. Wuff, Marktforschung. Fang den Kerl. Marcello, schlag mich. Marcello, du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rohlinger Markt, direkt vor dem Laden. Das ist ein sehr witziger Auftrag. Den machen wir noch. Dann, diese Aufträge werden wir später dann noch zu Genüge tun. Ich glaube, das ist Marcello, oder? Danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich von einem enorm profitablen Geschäft gehört, aber leider habe ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde auf ihrem Gedächtnis die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere. Aber wenn du mich weiter schlägst, obwohl ich mich erinnere, vergesse ich wieder. Bitte, hilf mir bitte. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, nee. Ernsthaft. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Wenn du mich genügend schlägst, fällt es mir vielleicht wieder ein. Ach komm schon. Ich weiß wieder, wenn ich im Rohlinger Laden Schäfchen kaufe und sie in Blütenweiler verkaufe, verdiene ich an jedem einzelnen 2 Münzen. Hehe, zum Dank höre meinen Rat, übertreibe es nicht. Ja, das ist in der Tat so, wenn man hier Schäfchen kauft und sie in Blütenweiler wieder verkauft, dann macht man 2 Münzen Gewinn. Das ist richtig. Aber naja. Wir müssen in die Kanalisation. Kanalisation, sage ich jedes Mal. In die Katakomben, wo wir letztendlich was wir überhaupt machen. Ja. Einen Weg nach in den Wunderwald suchen. Aber ich gehe nochmal hier zum Funkelbad. Ich habe 6 Sternsplitter und Sparblüten kosten leider 10. Die Sparblütenorden. Die Partner-BP wären halt ganz lustig. Marios BP sind noch ganz akzeptabel, aber... Die Frage ist halt, soll ich dann lieber sparen? Dass ich sie wirklich nehmen kann? Ich denke schon, ja. Ja, tut mir leid, ich habe nicht genug Sternensplitter. So. Und wenn ich auf die Uhr sehe, dann sind wir schon wieder am Ende von diesem Part. Meine Güte, ging das schnell.
Das ist da, das kommt davon, wenn man so viel quatscht, ne? Ja, ja. Gut, dann gehen wir beim nächsten Mal auf die Suche nach diesen Wesen, die uns hoffentlich in den Wunderwald führen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Onion.